Hallo und herzlich willkommen bei Denkvorgang. Mein Name ist Rosita Beck und ich zeige Ihnen kurz ein paar Beispiele für den Einsatz mit OneNote. OneNote ist ein Notizbuch. Es eignet sich für konzeptionelles Arbeiten. Es eignet sich dafür, Informationen auch für Teammitglieder an einer Stelle zu verorten und diese Informationen beispielsweise auch noch mit Aufgaben zu versehen. Ich starte jetzt einfach mal mein OneNote und lege hier ein neues Notizbuch an. Das geht genauso wie in Word oder anderen Programmen über Datei und dann Neu. Sie wählen den Speicherort, Sie geben einen Namen für das Projekt ein und gehen dann auf Erstellen. Hier entscheiden Sie, ob andere zur Nutzung für dieses Notizbuch eingeladen werden. So, nun haben wir hier das Notizbuch und so wie das auch mit Notizbüchern ist, wir nutzen ja hier auch gerne Register. Diesen Abschnitt können wir beispielsweise nennen Projektmitglieder. Den nächsten Abschnitt könnten wir nennen Meilensteine. Abschnitte, die nicht benötigt werden, können hier oben einfach mit der rechten Maustaste gelöscht werden. So, das Projekt ist jetzt angelegt. Stellen Sie sich vor, Sie haben Informationen in Outlook und möchten diese hier in das Projekt Notizbuch übernehmen. Ich klicke jetzt einfach hier auf das Versenden an OneNote. Outlook bietet mir jetzt verschiedene Notizbücher an. Hier haben wir unser Projektbeispiel und ich kann hier gleich entscheiden, an welche Stelle des Notizbuches diese E-Mail nun kopiert werden soll. So, dann öffnet sich auch gleich das Notizbuch und ich kann hier verschiedene Änderungen vornehmen. Es kann etwas gelöscht werden, es kann etwas hinzugefügt werden. Ich kann hier auch etwas als wichtig markieren, um es später beispielsweise schnell zu finden. Und auch das Bild kann hier geöffnet werden. Das heißt, Dateianhänge werden auch hier in OneNote automatisch verfügbar gemacht. Der Name der Seite ist der Betreff aus der E-Mail, der hier auch entsprechend angepasst werden kann. Stellen wir uns vor, wir planen eine Besprechung für dieses Projekt. Dann können wir uns hier über das Menü Einfügen vorbereitete Seitenvorlagen nutzen, beispielsweise eine Agenda. Setzen hier dann das Datum ein, geben hier den ersten Tagesordnungspunkt vor. So, die hier erstellte Agenda kann jetzt ganz einfach über Start, Senden per E-Mail versandt werden. So, nun hat die Besprechung stattgefunden. Sie möchten ein Ergebnisprotokoll erstellen. Dazu können wir uns auch wieder ganz einfach eine Vorlage nehmen, die hier auch automatisch eingetragen wird. Ich erspare uns das jetzt alles mal einzugeben. So, und dann nehmen wir hier zum Beispiel mal ein To-Do. Verantwortlich ist Frau Meier. Wir können jetzt hier auch schon eine Aufgabe an Frau Meier zuweisen. Das geht dann ganz einfach, wieder über Start, Outlook Aufgabe, Benutzer definiert. In der benutzerdefinierten Variante kann ich hier auch eine Aufgabe an jemanden zuweisen und habe dann die E-Mail-Adresse, um diese Aufgabe entsprechend weiter zu versenden. Ich kennzeichne diese Aufgabe jetzt einfach mal für fällig am beispielsweise 17. und gehe dann hier auf Speichern und Schließen. Sie sehen hier eine kleine Fahne, die eine unerledigte Aufgabe kennzeichnet. In Outlook sieht es jetzt so aus. Ich kann einfach über diesen Link direkt in die Aufgabe in OneNote wechseln. Oder aber ich sage, ja, ich habe diese Aufgabe jetzt erledigt. Ich markiere sie als erledigt. Und automatisch synchronisiert sich OneNote und Outlook. Die Aufgabe wird hier als erledigt gekennzeichnet. Nehmen wir an, hier gibt es noch eine wichtige Information, die wir uns auch hier wieder über die Kategorie wichtig hervorheben wollen. Dann haben wir die Chance, eine Zusammenfassungsseite von allen mit wichtig kategorisierten Textstellen
erstellen zu lassen. Dazu gehen wir einfach auf Kategorien suchen, klappen die Kategorie ein, die wir nicht brauchen. Wir wollen jetzt also praktisch eine Zusammenfassungsseite aller wichtigen Informationen. Gehen jetzt hier einfach auf Zusammenfassungsseite erstellen und haben dann hier jetzt alles gebündelt und zusammen, was entsprechend markiert ist. Ja, das war jetzt ein kleiner Einblick in die Funktionalität von OneNote, in das Zusammenspiel auch zwischen OneNote und Outlook. Viel Erfolg mit Ihren Workflows wünscht Ihnen Rosita Beck.